Hallo und herzlich willkommen hier im wunderschönen Seeland zu einem neuen Video. Im heutigen Video geht es um den Liebster Award. Da hat der Tactical eigentlich alle nominiert und darum habe ich gedacht, ja, ist gut, mache ich da halt auch mit. Schließlich sind ja alle auch ich und somit ja, kann ich mich nicht drücken. Ja, ihr seht, es hat einen Haufen Schnee hier. Und darum machen wir jetzt als erstes mal ein Feuer und bauen ein kleines Lager auf, so dass wir hier ein bisschen vor dem Wind geschützt sind. Und es soll auch noch ein bisschen schneien in der nächsten Stunde. Also schauen wir mal. Oh, Seichel! Hoffen ihr gesammelt. Ja, unser Hund sieht es auf jeden Fall. Ja, mal ganz klein könnt ihr sehen, wie er vielleicht gesammelt schneit. Richtig schön. Und ich kann euch sagen, bei diesem Wetter ein Feuer zu machen, ist gar nicht so leicht. Aber mit ein bisschen Geduld klappt es dann schon. Ich hoffe, man hat es gesehen. Und ja, mein Versuch, einen Plan zu spannen, ist da ein bisschen schwierig, weil weit und breit ist einfach nichts. Und der Wind kommt von dort. Also noch jemand anders an der Stelle konnte ich es endlich auch nicht können. Aber jetzt kümmern wir uns zuerst noch um den Glühwein. So, lieber Tactical, ich habe mir es hier jetzt mal einigermaßen gemütlich gemacht. Der Glühwein dampft. Und ja, deine Fragen. He? Die erste Frage war schon, was und womit dass wir am liebsten draussen kochen. Und ganz ehrlich gesagt, wenn das auch zählt, ist das einfach ein ganz banaler Grillrost. Der ist klein, der ist handlich, man kann alles Mögliche drauf machen. Und dann als zweites meine Gamellen. Die hängen jetzt gerade über dem Feuer und der Glühwein bleibt schön warm. Oh, fein. Da fehlt gar kein Honig. Mein Schatz hat eben vorher gemeint, dass vielleicht noch ein bisschen Honig würde fehlen. Aber ja, nein, das ist genial. Oh, fein. Ja, was koche ich am liebsten draussen? Da habe ich eigentlich gar nicht so spezielle Vorlieben. Meistens geht es so in Richtung irgendeine Wurst oder ein Steak oder so. Mit ein bisschen Herdöpfel, mit einer Aubergine oder mit einer Zucchetti oder sonst irgendwas. Das ist ganz schnell gemacht, ist einfach und ja, man kann fast nichts falsch machen. Wenn wir auf Wanderungen sind, dann, ja, dann ist es schon etwas anders. Dann nehmen wir so ja, Süppli mit oder ja, das Instant-Zeug. Wovon ich überhaupt kein Fan bin, im Normalfall ist da das Notfall Energy 5 Zeug, wo nach nichts schmeckt. In dem Einsinn, also in deiner ersten Frage, möchte ich auch noch gerade die zweite beantworten. Dort geht es glaube ich ums Reinigen aussen vom Kochgeschirr. Das ist eigentlich ganz verschieden. Das habe ich schon mit Moos ein bisschen gemacht oder mit Gräsli, wo ich abgerupft habe. Oder häufig tue ich sie nachher meine Gamellen einfach aus an den Rucksack an. Das klappert dann halt ein bisschen. Aber ja, stört mich jetzt auch nicht weiter. So der blöde Wind. Ja, stört mich auch nicht weiter und das hier stört mich. Und dann wird das halt daheim geputzt. Dann sollte ich mich noch an die dritte Frage erinnern. Ja, das Schlafen, weil ich einfach keine Hängematte habe, sind wir Bodenschläfer, wenn man so will. Ganz normal mit dem Schlafsack vom Schweizer Militär, den habe ich halt von damals. Ich konnte günstig nachher kaufen nach meiner Dienstzeit und ich kenne ihn, ich weiß, was er mag leiden und darum gefällt mir der eigentlich sehr gut. Der geht ja bis etwa minus 5 Grad
Und also wenn ich mich an die Militärzeit erinnere, da haben wir auch bei minus 10 Grad dort drinnen geschlafen und überlebt. Also, das war dann nicht mehr angenehm gewesen, logisch, das war nicht mehr erholsamer Schlaf gewesen. Aber ja, man hat dann halt gleich überlebt. So, jetzt muss ich rasch mein Nattel vorkramen, um die vierte Frage, die du gestellt hast, zu schauen. Aber zuerst nehme ich noch einen Schluck. Ah, köstlich. Schlafsetup haben wir gehabt. Ah ja, wie viel Zeit das wir uns in... Hoppa! Wie viel Zeit? Ja. Habe ich schon erwähnt, dass es ein bisschen windig ist? Heute nicht noch schneit. Naja, jetzt haben wir es gesehen, es ist auch noch windig. Eben. Zeit zum Bushcraften. Wie viel Zeit wir zum Bushcraften brauchen pro Woche im Schnitt? Eigentlich gar keine, weil das, was wir machen, kann man eigentlich so nicht als Bushcraft bezeichnen. Ja, wir sind gerne draußen in der Natur. Am liebsten bei schönem Wetter, aber halt auch gerne mal an Tagen wie heute. Es gibt doch eigentlich nichts Schönes, als durch einen verschneiten Wald zu stapfen, irgendwo ein kleines Feuerchen machen, meinetwegen etwas kleines köcheln, bröteln, etwas feines trinken, noch warmes. Und ja, so verbringen wir eigentlich etwa 1 bis 2 Stunden im Tag draußen im Durchschnitt. Also irgendwo, ja, so pro Woche, sagen wir mal 10 Stunden sind wir draußen in der Natur, eher ein bisschen mehr. Aber ja, wir sind nicht Survival, wir sind nicht Bushcraft. Ja, ich würde sagen, wir sind einfach Pfadfinder, die etwas älter geworden sind und ja, gerne draußen sind. Was mache ich am liebsten? Was machen wir am liebsten, wenn wir draußen sind? Ja! Das hängt natürlich auch wieder ein bisschen davon ab, was wir eigentlich cool haben. Also, wenn wir hier auf einer Wandertour sind, dann. Ja, ist schon. Ja, mal auch der Weg das Ziel. Also wir schauen immer eigentlich, dass wir schöne Wege haben. Dass wir einen Kilometer bolzen, nur einfach Strecke machen, um die Strecke gemacht zu haben. Das ist weniger unser Ding. Samira, hast du es? Hä? Wieder Eichhörnchen? Ja, die kreiben dir. Ja, du. Ja, ja, nein, nein, du kommst hier nicht auf die Decke. Nein, du hast sie vorher nicht wollen. Hä? Komm jetzt zu mir, komm. Ja, eben, was machen wir am liebsten draussen? Das kann man so eigentlich auch nicht sagen, was sich so ein bisschen ergibt. Eben mal, ja, ich habe auch schon probiert, einen Löffel zu basteln. Hat eigentlich noch recht gut funktioniert, da mit der Ausbrennmethode. Das hat recht gut funktioniert. Ich habe schon probiert, eine Destillieranlage mal zu basteln. Die hat dann im zweiten Anlauf auch funktioniert. Die erste ist ja, in die Hose. Und wenn ich mich wirklich auf etwas muss festlegen muss, dann ist es eigentlich das Führen. Ja, das mache ich eigentlich, wenn ich draußen bin, fast am liebsten irgendwo ein Feuerchen machen. Da könnte ich stundenlang einfach in die Feuer, in die Flammen hinschauen. Aber das, ja, das ist herrlich. Gerade wenn es dann dunkel wird und man dann noch immer noch draußen ist. Ja, das mache ich gerne. Da haben wir Schweizer ja im Vergleich zu euch Deutschen einen riesen Vorteil. Und ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass bei uns wirklich alle Kilometer irgendeine offizielle Feuerstelle ist am Wegrand. Und zwischen diesen offiziellen gemauerten Feuerstellen, ich tue es rasch einschneiden, so eine wie wir hier auch haben, sind dann immer noch kleinere Feuerstellen, etwa 5 dazwischen. Also im Schnitt hat man wahrscheinlich alle etwa 200 Meter irgendwo eine Feuerstelle, die es schon gibt, benutzen. Und ja, von dem her gesehen sind wir hier wirklich in einer guten Situation bei uns in der Schweiz. Ah ja, ob wir Kompasskarte oder das Navi verwenden, ich verwende alles.
Da hier ist jetzt gerade noch irgendeine Karte von unserer letzten Wanderung, die wir gemacht haben. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Die ist hier immer noch in den Planen drin. Die habe ich zufällig gefunden, nicht einmal extra mitgenommen. Und ja, die Karte ist mir persönlich eigentlich am liebsten. Karten und Kompass. Weil ja, die Karte, die kann eigentlich nicht ausfallen. Draussen wird es wirklich nass, aber ja, mir ist da letzte passiert, dass ich unterwegs war von Macklingen nach Twann. Und ich habe dann da den Kompass vom Handy benutzt. Und plötzlich zeigt mir der Kompass wirklich an, da vom Handy, dass Norden jetzt Süden ist. Da hätte ich mich komplett in die verkehrte Richtung geschickt, hätte ich dem keinen getraut. Da ich aber Karten lesen kann und Karten eigentlich auch immer so haben, dass sie ausgenordet ist, währenddem ich laufe, merke ich eigentlich schnell, wenn die Technik spinnt. Ich probiere euch dazu auch noch kurze Szenen einzublenden, währenddem ich hier noch ein Schlückchen nehme. Komisch, mein Kompass zeigt völlig wirr an. Also eigentlich sagt er, dort wo Norden ist, sei jetzt Süden und dort wo Süden ist, sei Norden. Da ist der See und gemäss meinem Kompass ist er auf der anderen Seite. Dann die nächste Frage, von welchen Lebewesen im Wald man sich schützen sollte und warum? Keins. Eigentlich, also da wo ich lebe, ist die Antwort keins. Weil Wölfe, ja, die hat es dann da hinten noch tiefer im Jura, vom Französischen her, kann es durchaus mal sein, dass ein Wolf ja, es wagt, illegal in die Schweiz einzureisen. Aber so im Grossen und Ganzen ist der Wolf so selten, da gönnst du wahrscheinlich eher irgendwo im Lotto oder so. Wildsau hat es bei uns eigentlich in der Region auch nicht wirklich. Ich habe bis jetzt einmal im Wald eine Stelle gefunden, wo ich jetzt denke, das könnte eine kleine Wildsaurotte sein. Aber Angst haben vorne, nein, denke ich, muss man bei uns nicht. Wenn ich wirklich ein Tier im Wald fürchte, oder ein Lebewesen besser gesagt, dann am ehesten doch der Mensch. Zecken. Ja, die hasse ich. Mein Schatz sagt gerade, ich fürchte mich vor Zecken. Nein, vor denen fürchte ich mich eigentlich auch nicht. Die sind einfach saumässig lästig und gehen mir tierisch auf den Nerv. Aber es ist jetzt auch nichts, wovor man müsste Angst haben. Ja, eben, bleibt eigentlich wirklich nur noch der Mensch übrig, wo man sich am ehesten noch vorfürchten muss. Da gibt es halt einfach ein paar Idioten auf dieser Welt und ja, das ist aber dann schon wirklich das Einzige, wovor man sich da im Wald einigermaßen müsste schützen, wenn überhaupt. Oh, lieber Tactical, ja, jetzt kommt eben die blöde Frage. Ich beantworte zuerst die 10. Frage noch. Was stört dich im Wald und warum? Schlicht und einfach Müll, wo all immer überall rumliegen. Das ist so ziemlich das allerletzte. Da tragen sie kiloweise irgendwelches Zeug in den Wald rein und nachher die leere Verpackung, die eigentlich gar nicht mehr an Gewicht ist, die wird dann einfach irgendwo in die Natur rausgeschmissen und das, ja, das kotzt mich richtig an. Ja, das regt mich auf, aber ansonsten, wie gesagt, wir leben hier in der Schweiz und da haben wir doch recht gute Gesetze, also einen guten Gesetzgeber. Und es gibt eigentlich nicht viel, wo man sich darüber Gedanken machen müsste. Wie gesagt, wir dürfen eigentlich überall führen. Es gibt so ein paar Ausnahmen, die jetzt nicht ins Detail kommen. Wo bin ich jetzt gewesen? Bei den Gesetzen und dass wir es relativ gut haben. Und ja, eben, also eigentlich stört mich im Wald gar nichts, außer die naturverschandelnde Idioten, die irgendwelchen Müll einfach dann liegen lassen.
dann, ja, die Frage, wo du wirst mich hassen, was mir gefällt, beziehungsweise was mich stört an deinem Kanal. Gefallen? Sind jetzt da echt noch Waldarbeiter unterwegs? Naja, zuerst zu dem, was mir gefällt. Mir gefällt eigentlich, dass du, ja, ich habe das Gefühl, sehr authentisch bist und die Art, wie du die meisten Sachen anschaust, finde ich eigentlich toll. Was ich nicht optimal finde, ist... Ja, und hier käme jetzt ein Teil über das, was ich bei dir eigentlich kritisieren wollte, aber inzwischen hast du das mit der Patreon-Lösung selber gelöst. Deshalb habe ich jetzt überhaupt nichts zu meckern. Und ja, wir kommen gleich zu der letzten Frage. Jetzt, die letzte ist schon gewesen. Was würde ich mich selber fragen, wenn ich das so richtig im Kopf habe? Du siehst, mein Kanal ist bis jetzt Mundart und ich frage mich, ob es eventuell Sinn würde machen, ab nächstes Jahr die Videos in Hochdeutsch zu machen. Weil es so einfacher ist, für den großen Kanton, wie wir so schön sagen, die Videos zu verstehen. Aber mein Dilemma ist so ein bisschen, dass ich ja durch das Schweizerdeutsch ein Alleinstellungsmerkmal oder sowas habe, das mich eigentlich von der großen Masse der Outdoor-Kanäle unterscheidet. Auf der anderen Seite, wenn ich mir die Statistik ansehe von YouTube, dann sehe ich einfach, dass jetzt schon sehr, sehr viele Leute aus Deutschland zuschauen. Und vor allem die, du kennst das, die Watchtime ist in Deutschland besser. Also die Deutschen gucken meine Videos im Schnitt länger an als die Schweizer. Und da frage ich mich natürlich, ob es nicht wirklich Sinn machen würde, den Kanal auf Hochdeutsch neu zu machen ab 2018. Einfach um meinen Zuschauern in Deutschland es einfacher zu machen. Ich habe mir auch schon überlegt, dass, die Videos zu untertiteln, aber das, das ist eine scheiß Arbeit und darauf habe ich echt keine Lust. Nee. Ja, das frage ich mich jetzt so im Moment. Natürlich frage ich mich viele andere Sachen auch. Eine letzte Sache, die passt doch zu dir, ist, dass ich im Moment gerade meine Vorratspolitik überdenke. Wie soll ich sagen, ich habe eigentlich das von Kind auf so gelernt, dass man mindestens für 3-4 Wochen Lebensmittel zu Hause hat. Das war früher absolut das Normalste der Welt, das hatte jeder. Und das habe ich im Moment nicht. Und da frage ich mich jetzt einfach, ob das immer noch so richtig ist oder ob ich da meine Vorratshaltung, was Lebensmittel betrifft und so weiter und so fort, ob ich die wieder ein bisschen aufstocken soll oder ob ich das nicht soll. Sag du blödes Ding, du nervst. Ja, das ist so noch eine Frage für die Öffentlichkeit, für dich. Ich denke, ich werde meine Vorratshaltung wieder ein bisschen erhöhen. Das ist ja eklig hier. Also, das Tabbau, Zeltbau, das muss ich noch üben. Ne? Das ist nichts. Naja, gut, was heißt, das ist nichts? Es gibt ja schön warm, da ist ein bisschen Luft noch dahinter. Und ja, von dem her gesehen, passt schon. Aber ja, zurück zu den Vorräten. So, das ist so eine Frage, die ich mir stelle. In dem Zusammenhang eigentlich auch, ob so ein kleiner Benzingenerator nicht verkehrt wäre, weil wir hatten dieses Jahr einen Stromausfall, wo die ganze Region betroffen war. Also nicht nur so unser Häusler oder so, unser Mehrfamilienhaus oder was auch immer, sondern da war ja ein größeres Gebiet einigermaßen längere Zeit betroffen. Und da wäre so ein kleines Generator, Lili, schon toll. Einfach nur um den Kühlschrank und den Gefrierer
am Leben zu erhalten, wenn mal wirklich irgendwie ein, zwei Tage kein Strom da wäre. So ein paar Stunden, das macht ja nichts. Das hält der Tiefkühler locker durch. Das ist alles kein Problem. Aber wenn jetzt mal wirklich ein Tag oder zwei Tage der Strom weg ist, ja, dann schaut das schlecht aus mit meinen Tiefkühlprodukten. Und so viel kann ich nicht in so kurzer Zeit futtern. Ja, das ist auch so ein, na, kommt Zeit, kommt Rat. Das muss ich für mich auch nochmal überdenken. Ja, mal sehen, vielleicht laufe ich an irgendeine Aktion ran und gut ist. Jo. Das soll es jetzt aber auch wirklich mal gewesen sein hier. In dem Sinn, ich wünsche euch ein gutes neues Jahr und genießt den Winter. Tschüss zusammen.